Musikalisch geht es bei uns weiter, und zwar mit Nicolas Schack aus Hammersbach. Er ist der beste Gitarrenbauer in ganz Deutschland. Wie er zu diesem seltenen Beruf kam und was den genialen Gitarrenspezialisten ausmacht, Van Caspers hat ihn getroffen. Ein Junge und seine Gitarre. Nicht irgendeine Gitarre, sondern Nicolas Schacks Gesellenstück. Deutschlandweit baute er die beste Gitarre seines Jahrgangs und wurde damit Bundessieger als Zupfinstrumentenmacher. Doch eigentlich steht Nico so gar nicht auf Lagerfeuergeklampfe. Er ist Punkrocker. Das spürt er schon als Teenager. Und weil er also rocken wollte, musste eine Gitarre her. Und diese hier baute er sich dann einfach selber. Bisschen mit Geldnot war es verbunden und auch damit, dass ich eine Band gründen wollte. Wollte Gitarre spielen und in der Band mit meinen Kollegen wollte ich halt der Gitarrist sein und habe mir dann die Gitarre gebaut. Und so bin ich dann mit 14 dazu gekommen, meine erste Gitarre zu bauen. Wie es geht, konnte er sich beim Papa abgucken. Der ist seit 30 Jahren einer der erfolgreichsten Instrumentenmacher Deutschlands. Zwar fand Nico den Job des Vaters zuerst nicht besonders spannend, aber über die Liebe zur Rockmusik wuchs seine Neugier. Das Ende vom Lied: Der Junge ging beim Vater in die Lehre und nun bauen beide in Hammersbach nahe Hanau Premium-Instrumente von Weltrang. Bekannt ist die Firma für ihre edlen Bassgitarren, meist Spezialanfertigungen für Profimusiker wie Jörg Faeser, der in verschiedenen Bands sein Geld verdient. Der Bassist schwört seit über 20 Jahren auf die Instrumente aus dem Hause Schack. Für mich ist halt sehr wichtig, dass, wenn ich ein Instrument, wie das jetzt hier zum Beispiel, in die Hand nehme, dass ich mich sofort wohlfühle. Also sobald ich hier anfange, irgendwie was zu spielen, muss ich das homogen anfühlen und ich muss nicht das Gefühl haben, dass ich mich dran gewöhnen muss, sondern es muss einfach sofort passen. Im kommenden Jahr wird der 22-Jährige sogar Jungunternehmer. Er übernimmt die Firma vom Vater. Der verlegt sich auf Zucht und Verkauf japanischer Edelkarpfen. Zwar hatte er seinem Jungen zum Studium geraten, weil das Gitarrenbusiness durch die Konkurrenz aus Asien ein hartes Brot geworden sei, doch er freut sich über den Nachfolger. Es ist ein sehr schönes Gefühl, vielleicht machen seine Kinder ja auch irgendwann mal weiter, ne? Und man kann dann sagen, irgendwann mal eine 100-jährige Firmengeschichte, kann man darauf zurückschauen, ne? Rund 3.000 Euro aufwärts kostet übrigens eine solche Bassgitarre. Aber es ist nicht das große Geld, das Nico lockt. Der Job sei abwechslungsreich, sagt er. Denn Schreiner, Elektroniker, Lackierer, das alles ist er als Instrumentenmacher in einer Person. Und seinen Hang zur Präzision kann und muss er hier ausleben. Man ist dann, freut sich jedes Mal, wenn ein Instrument fertig ist. Denn die ganze Zeit über, während man dran arbeitet, hat man keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es jetzt gut klingt oder nicht. Das sieht man dann wirklich erst komplett, wenn die Saiten drauf sind, ganz zum Schluss. Und dann sieht man, ob die Arbeit wirklich was geworden ist oder ob es nichts war. Und das ist dann jedes Mal schön zu hören, wenn es dann wirklich was geworden ist und wenn es dann auch dem Kunden gefällt, wenn das ein Auftrag war und der Kunde sagt, es ist so geworden, wie er es sich vorgestellt hat, dann freut einen das. Nur einen Wermutstropfen hat sein Beruf oder vielmehr die bevorstehende Selbstständigkeit. Aus seiner Band musste Nico wegen der fehlenden Zeit schon aussteigen. Aber in der Werkstatt wird er zwischendurch immer mal wieder zu seiner ersten selbstgebauten E-Gitarre greifen.